EA Sports. It's in the game. Moin, moin, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Ich habe mir mal gedacht, gucken wir mal ins Trainerbüro rein. Da haben wir noch ein paar Sachen, zum Beispiel unsere Trainerziele. Im Moment sind wir auf Platz 3, damit liegen wir weit über der Erwartung. Also nämlich Mittelfeldplatz. Beim Pokal haben wir es noch nicht. Nachwuchsabteilung. Wir haben gar keine Jugendmannschaft. Also mein Scouting-Netzwerk. Mal gucken, wir haben jetzt noch 1 Million. Mhm, Barcelona erreicht Rang 19, sehr schön. Ja, dann können wir uns den hier eigentlich leisten. Ist unterwegs. Was auch immer der macht, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es aber noch erfahren. So, Mannschaft, Teammanagement, gucken wir mal kurz rein. Was sagt der Kader? Ah ja, die müssen sich erstmal noch ausruhen. Oh, Transfer, letzte Frist. Tag. Scout ist da und arbeitsbereit. Ich wollte wissen, dass ein Scout da ist. Ja. Was macht denn so ein Scout? Hä? Er scoutet wahrscheinlich. Yay. Aber wir haben hier eh nichts, was wir jetzt hier verticken wollen. Schade, dass man sich irgendwie überspringen kann. Kann ich hier irgendwas drücken? Nö. Ja, Mertesacker bleibt Arsenal treu. Aha. Interessant. Ach komm, ich möchte jetzt weiter. Bocchetti bleibt Rubi Kazan treu. Aha. Letzte Ausgaben schon über 4 Millionen. Mhm. So, noch nichts vertickt. Da geht noch einiges. Kommt. So, Ende. Letzte Frist ist abgelaufen. 54 Millionen wurden ausgegeben. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Der begehrte Trainer. Gerüchte haben bereits einige Nationalmannschaften Interesse an Dude. Ah, okay. Nachwuchsabteilung, Scouting-Netzwerk, Scout verfügbar. Scout-Netzwerk aufbauen. Dauert 3 Monate. Deutschland, Typ. beliebig machen wir mal. Ja, möchte ich aufbauen. Netz wird eingerichtet. Abbrechen. Ja, gucken wir mal, was das uns bringt. Noch nie gemacht, keine Ahnung. Er baut das auf. Hat sich auf den Weg nach Deutschland gemacht. In den nächsten 3 Monaten baut er ein Scouting-Netzwerk auf für unseren Club. Einmal im Monat schickt er einen Bericht, was er erreicht und welche Spieler er gefunden hat. Anhand dieser Berichte können Sie Spieler für Jugendmannschaft verpflichten oder diese weiter beobachten lassen, um sie besser einschätzen zu können. Vielen Dank. So, hier kommt's. Okay, Gladbach. Verunsichern wir sie wieder? Mental unsicher, das sage ich immer. Das sage ich immer, das ist meine Standardantwort. Dritte Begegnung. Kurz in die Mannschaft hineinschauen. Kader. Frisch. Komplett durch. Ja, eigentlich können wir damit auch direkt losgehen, ne? Partie spielen. Drückt uns die Daumen, dass es hier gut wird. Sehr schön, wenn unsere Spieler total fit und frisch sind. Jetzt hoffe ich nur... Ach komm, hier weiter. Ja, Mann. Din, 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 din. Borussia Mönchengladbach. Zack. Hermann. Da schießen unsere eigene. So, ich hoffe jetzt hier in guter Form zu sein. Martins auf Lete. Sehr gut. Und gleich den Ball verloren fast. Wow. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ah. Abgewehrt, aber trotzdem noch am Ball geblieben. Oh. Sehr schön. So, entschärft und jetzt kommen wir. Nein, nein, spiel doch nach oben.
Ich wollte ihn nach oben passen. Jetzt nochmal rauf. Oh, die machen gutes Tempo. Da müssen wir aufpassen, aber hier schön den Ball ergattert und verloren. Lieber mit ein paar kurzen Pässen spielen. Sehr schön. Ich krieg nie den Spieler, den ich brauche. Super. Super. Nein, 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 ich konnte nicht schießen. Ah, und rauf. Ah, super, sehr gut. Und ab nach vorne. Super. Und hier geht's weiter. Zack, die Bohne. Oh, schöner, harter Schuss. Gut abgewehrt aber auch vom Keeper. Ja, den hab ich doch. Warum ihn? Was hat er, was Martins nicht hat? Nee, was hat Martins, was unser anderer Spieler nicht hat? Inui. Rauf. Ja. Und wieder abgefangen. Verdammte Axt. Dranbleiben. Hey. Nochmal probieren, nochmal. Keine Sekunde ausruhen lassen, den Gegner. Bang! Pfosten rein. Endlich ein Tor für Martins. Ich weiß gar nicht, ob er schon eins hatte. Ich meine, in einem Spiel hat er auf jeden Fall ein Tor geschossen, in seinem ersten Spiel. Eieieiei. Der geht auf jeden Fall gut ab. Fopp. Pfosten rein. Bisschen Glück. 1:0 in der 22. Minute. Das ruft der Stadionsprecher da. Oder die Durchsagen, was auch immer das sind. Super. Eigentlich war das total offen. Da hätte man eigentlich richtig viel draus machen können. Öhöhöhö. 25 Minuten gespielt und immer noch 1:0. Wir freuen uns und da holen wir uns die Pille. Zack. 2:0. Wuhu. Maikon, Lete, wie auch immer er heißt. Pfam. Schön abgezogen. So, 2:0, damit können wir leben. Das war leider eingespeichert. Absicht, wir wollen den Gegner nach hinten drängen. Und da gibt es einen Wurf für uns. Ab nach vorne, hier. Drei zu null. Sehr schön. Ja. Da freut er sich. Sehr schön gespielt, sehr schön geschossen. Eine totale Vernichtung, aber ich würde gerne jetzt weitermachen. Danke. Da, sehr gut. Zack, weiter und... So, da können sich unsere Jungs ein bisschen zurücklehnen. Maikon jetzt, oder Lete, wie auch immer man ihn jetzt nennen will, mit auf jeden Fall seinem zweiten Bundesliga-Tor. Irgendwas habe ich jetzt gerade verpasst. Ja, ist ruhig. Da ist er wieder. Nein. Zu ungenau. Da nochmal. Wäre ich vielleicht nochmal R1 loslassen sollen. Das kann man eher aus der Nähe machen, da.
Hannen, auf jeden Fall weiter Druck machen. Leicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad dann erhöhen, aber das ist ja auch nicht immer so, dass ich da so gut abschneide. Bei Profi. Im letzten Spiel sah es ja ganz eng aus. Gegen Hoffenheim. Nur 1:0. Anführungsstrichen nur. Zu lange gewartet, zu lange gezögert. Oh. Oh, kein Problem für Trapp. Zack, ab nach vorne. Martins da schon auf Krawall. Aus. Oh. Na, für wen ist das jetzt? Für den Gegner. Sehr gut. Und abgefangen, natürlich. Also bei so einem Pass, wenn man den nicht abfängt, dann hat man richtig gepennt in der Verteidigung. Mist, ich wusste nicht, wie ich die Situation da ausnutzen soll. War eigentlich gar nicht verkehrt. Also, dass wir da so den Ball hatten. Ja, komm, zieh ruhig, zieh durch. Ah. Was soll das denn? Mist, das war richtig schlecht. Da hätte ich eigentlich mit Martins schön was rausspielen können. Oh, schön weggedrischt. Das müsste Ecke geben. Sehr gut. Und, da kommt keiner ran. Ich weiß nicht, wer dieser Keiner ist. Oh. So, die schlechten Witze kommen immer genau dann, wenn ich mich viel konzentrieren muss. Entweder kommt nichts oder halt ein schlechter Witz. Daran müsst ihr euch halt gewöhnen. Und erste Halbzeit ist vorbei. Das freut uns. Maicon hat 2 Tore geschossen. Ja. Gut. Das heißt, er hat insgesamt dann jetzt schon 3. Das ist gut für unsere Torschützenkarriere. Oh. Inui schön abgezogen. Hui. Hui Inui. Dranbleiben. Ja, irgendwie ganz komisch. Heute läuft es richtig gut. Ich habe den Gegner wohl mental sehr verunsichert. Oder weiß ich nicht was. Keine Ahnung. Jetzt bitte laufen, 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 laufen. Warum läuft da keiner mit? Oh, das war schlecht. Und nochmal. Nee, das klappt so nicht. 51. Minute. Pff. Das ist ja hier Schießbuden. Was ist denn das? Habe ich irgendwie aus Versehen den Schwierigkeitsgrad verändert? Also ich meine, ich habe das auf ganz normal Profi gelassen. Hm. Vielleicht haben sie nur einen Ersatztorwart. War irgendwie deren Torwart kaputt oder so? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Aber, naja, soll uns nicht stören. Oder vielleicht doch. Ist das dann zu langweilig? Vielleicht muss ich dann nächstes Mal auf, was ist der nächste Schwierigkeitsgrad? Legende. Oder irgendwie sowas spielen. Schade, kein Kopfball kam an. Sehr gut. Und jetzt hier über außen. Ah, nö. Da bin ich zu unflexibel. Also, die Spieler können eigentlich mehr, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, ordentlich
zu dribbeln, weil ich da so schlecht bin. Halt, ne? Die Camargo kommt rein. Wir müssen auch mal was wechseln. Ehe unsere Spieler hier wieder aus dem letzten Loch pfeifen. Wen holen wir mal rein? Schwegler für... Ja. Dann Draxler holen wir mal rein. Für Inui. Und Eigner. Nee, obwohl. Draxler für Eigner. Und Eigner wieder Dings hin. Was habe ich denn jetzt gerade? Inui, okay. Und Maikon für. Ja, eigentlich egal. Hier mal ihn. Dass er mal ein bisschen spielen darf. Bei dem Vorsprung da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr Angst haben. Da was Falsches zu wechseln. Hauptsache mal ein anderer Spieler auf dem Feld. Der Ozean. Oh nein, da gehe ich nicht zum Ball. Sehr schön. Und weiter. Ich habe eigentlich nur auf die anderen Spieler geachtet. Und nicht auf... Und nicht darauf, wo mein aktueller Spieler hinläuft. Ach, da brauchen wir nicht da hinzufallen. Das ist hier alles Schiebung. Ja, schön. Nein, doch nicht. Ich hatte eigentlich damit gerechnet. Mist. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja, okay. Dranbleiben, dranbleiben, Jungs. Dranbleiben. Also, dass wir Gladbach hier so verhauen, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das anders ausgeht. Also ich hätte schon gehofft, dass wir siegen, aber nicht in der Höhe und überhaupt. Hey, das kann er doch nicht durchgehen lassen, der Schiedsrichter, der fummelt mir doch die ganze Zeit am Hintern herum. Die Leute umzingeln ihn. Ja, auf jeden Fall schönes Spiel für uns. Total die Klatsche für den Gegner. Nein. Und da geht's trotzdem noch weiter. Diese geben nicht auf. Das sollte man auch nicht. Selbst wenn es miserabel läuft, aber manchmal ist irgendwann dann auch die Luft raus, wenn man schlecht spielt. So wie hier gerade. Das war eine ganz schlechte Aktion. Aber den Ball eigentlich gut wiedergeholt, nur dann am Ende nicht mehr wieder gut verteilt. Super. Und jetzt hier nochmal. Einer. Zack. Nö. Okay, jetzt wird hier noch ein bisschen herumgepimmelt. Ah. Also wahrscheinlich wird hier nicht mehr viel passieren. Außer vielleicht noch ein Tor. Aber auch das bezweifle ich. Komisch, dass es, wenn es erstmal läuft, dann richtig gut läuft. Also, wenn es scheiße läuft, läuft es halt scheiße, ne? Wie Oliver Kahn sagt, das ist eigentlich nur ein Zitat. Oh, ja. Genau so läuft es dann. Meine Güte. Sehr schön. Hol dir die Pille. Ach. Oh ja, super. Oh, so knapp, so knapp. Schade. Ja, ich habe da ein bisschen zu stark nach oben gelenkt. Naja, gut, da wird auch nochmal gewechselt. Bei den Gladbachern. Chaka.
Oder so. Chicken Juice schiffst du's. Einer unserer Verteidiger steht da ganz hinten. Irgendwo, keine Ahnung. Das ist abseits sehr stark aufgelöst. Oh! Ja, da machen sie es nochmal. Nicht? Also den hätte er eigentlich reinmachen müssen, also das war Pflicht. Wenn du das schon alleine durchkommst, musst du das Ding auch machen, auch wenn das... Ein Fan ist noch da. Zweimal wird hier abgewehrt. Okay, und ich denke, damit wird es hier auch gleich zum Abpfiff kommen. Und das war das Übliche, schlecht gespielt, schwach geschossen. Ja, schade. Das werde ich einfach nicht verstehen. Manchmal, welche Spiele da angespielt werden sollen. Auf jeden Fall, mit dem Ergebnis sind wir einfach mal zufrieden. Inui. Endergebnis. Ergebnisse, keine... Dude, exakt. Neutral. In dieser frühen Liga-Begegnung besiegte Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach mit 5:0. Die meisten Experten halten dieses Ergebnis aufgrund der Spielanteile auch für angemessen. Ein verdienter Sieg heute, starkes Eintracht Frankfurt-Team. Unter dem Kommando des neuen Trainers Dude, ja, das geht vor allem auf dem Konto auf unsere hervorragenden Spieler. Sie haben außerordentlich hart gearbeitet und sich diesen Erfolg mehr als verdient. Ja. Wenn das in den nächsten Wochen so weitergeht, dann macht das mein Leben als Trainer gehörig leichter. Ach so. Ja, das freut mich. Wir sind auf jeden Fall Platz 1, aber wir müssen hier nochmal sehen, mögliche Nationaltrainerposten. Hallo Herr Otaldo, Sie wissen sicherlich, wie Sie sicher wissen, neigt man bei Nationalmannschaften dazu, den Trainer relativ häufig auszuwechseln. Aus diesem Grund sind die nationalen Fußballverbände nahezu ständig auf der Suche nach fähigen Kandidaten. Ich hatte in letzter Zeit mit einigen Verbänden Kontakt und Ihr Name ist dabei mehr als einmal gefallen. Natürlich ist dies erst Ihr erstes Jahr als Trainer. Sie konnten sich noch nicht ausreichend profilieren und werden daher kaum das Interesse der großen Fußballnation wecken. Wenn Sie dennoch schon in dieser Saison erste Schritte auf der internationalen Bühne tun möchten, könnten Sie auch zunächst einmal etwas bescheidener anfangen. Zwar ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber folgende Nationalmannschaften könnten Ihnen in naher Zukunft ein Angebot für diesen Spitzenjob unterbreiten. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie auch weiterhin tadellose Arbeit liefern. Ungarn, Südafrika, beste Grüße, Jamie Hill. Nö. So, nächstes Spiel, Bundesliga-Vorschau, Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV. Jetzt steht eine interessante Partie an. Eintracht Frankfurt empfängt Hamburger SV. Beide Teams werden sich die Punkte sichern und diese Begegnung als Sprungbrett in höhere Tabellenregionen nutzen wollen. Bayern hat es natürlich wieder geschafft. Und Schalke auch, der dritte Sieg hintereinander. Wir sind auf dem dritten Platz, weiterhin. Beim nächsten Mal werden wir uns dann natürlich gegen Hamburg durchsetzen müssen. Und ich überlege, ob ich da eventuell... Schwierigkeitsgrad einfach mal hochstelle. Naja, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.